Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In meinem heutigen Video geht es um 3 Tipps für deine Shootingplanung. Ja, und zwar habe ich heute 3 Tipps für deine Shootingplanung. Ich werde nämlich so oft immer gefragt, hey Natascha, du machst so tolle Bilder, so kreative Bilder auch. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gehst du an die Sache ran? Wie planst du deine Fotoshootings? Was kann ich tun, dass ich auch so tolle Bilder bekomme? Und da kann ich euch nur sagen, Planung und Ideenfindung oder ein Konzept zu finden ist das A und O. Man kann natürlich auch spontan fotografieren gehen, das ist klar. Wenn man jetzt zum Beispiel City-Porträts macht oder natürliche Bilder, da braucht man nicht so viel Planung. Da zieht man einfach mit dem Model und der Kamera oder mit der Kundin und der Kamera los und macht spontan Bilder. Aber wenn man wirklich kreative, inszenierte Bilder schießen möchte, dann gehört schon einiges an Planung dazu. Und dazu sind diese 3 Tipps. Tipp Nummer 1 ist die Ideenfindung. Wie sammle ich meine Ideen? Wie bündel ich meine Ideen? Und arbeite dann ein Konzept aus. Ich zum Beispiel liebe es, Pinterest zu nutzen. Pinterest, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, kennt ihr ja bestimmt. Da gibt es auch eine App fürs Handy. Und da kann man dann viele Bilder finden zu verschiedenen Themen und sich eine eigene Pinnwand erstellen und diese Bilder dann auf seine Pinnwand zu dem Thema pinnen. Und so kann man sich eine Pinnwand zum Beispiel zu einem Shooting oder zu einer Shooting-Idee erstellen und dann einfach direkt dort auf der Plattform mal durchsuchen, was gibt es da alles und sich verschiedene Ideen sammeln. Zum Beispiel, ja, wie soll das Kostüm aussehen? Da gibt es Do-it-yourself-Anregungen, viele Bilder von Kostümen, wo man pinnen kann. Dann brauche ich ja noch ein Make-up auch dazu. Dann kann man nach Make-up suchen und sich da Beispiele auf seine Pinnwand pinnen. Genauso, man kann auch nach Fotoshooting suchen und, oder nach Posing oder alles Mögliche. Und so könnt ihr euch ein Moodboard erstellen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Thema umsetzen wollt oder ein Fotoshooting umsetzen wollt mit dem Thema Candy Shooting. Ja, dann erstellt ihr einfach eine Pinnwand Candy Shooting und dann sucht ihr mal nach Fotoshooting Candy oder so. Dann wird da einiges kommen. Und dann braucht ihr vielleicht interessante Posen auch für den Shooting-Tag. Dann könnt ihr ja Fotoshooting-Posen suchen. Und dann findet ihr auch einiges und sucht euch da das Beste raus. Oder dann schaut ihr einfach mal Make-up in Pastellfarben oder Make-up-Candy-Farben. Oder ja, da könnt ihr Suchbegriffe eingeben und einfach euch alles Mögliche zusammensuchen und dann auf eure Pinnwand pinnen. Und dann habt ihr ein schönes Moodboard, wo alles drinsteckt. So ein bisschen Kostüm, bisschen Location, bisschen das Thema selbst, das Make-up und so weiter. Und dann habt ihr ein Moodboard, nach dem ihr auch arbeiten könnt, weil es ist ja sehr spannend dann oder sehr interessant, auch vielleicht schon mal so ein bisschen Make-up oder wie die Haare werden sollen, da ein Konzept zu haben und da vielleicht ein paar Beispielbilder. Wenn man nämlich dann ein Model findet und vielleicht eine Make-up-Artist oder Visagistin, die dann, mit denen man dann zusammenarbeitet, muss man denen ja seine Idee auch nahebringen. Und da ist es gut, wenn man denen dann zum Beispiel das Moodboard zuschickt und sagt, guck mal, ich habe da mal so ein ganz grobes Moodboard erstellt, dass du dir ein bisschen was drunter vorstellen kannst. Und dann kannst du die da auch mit reinnehmen ins Moodboard. Die können sogar selber was hinzufügen oder wenn die auch ein Moodboard haben, es dir schicken. Und das ist der Weg, den ich gerne nutze, um meine Ideen zu sammeln. Also ich habe ganz viele Pinnwände auf Pinterest gemacht zu verschiedenen Themen. Einmal UV-Lichtpainting, dann habe ich eine Pinnwand, wo ich nur geiles Make-up gesammelt habe. Da habe ich eine Pinnwand, wo ich lauter Bastel-Kostüm-Ideen gesammelt habe. Eine Pinnwand, da geht es nur ums Posing und, und. Das wäre Tipp Nummer 1. Mein Tipp Nummer 2 wäre, überleg dir ein Farbkonzept für dein Fotoshooting. Ja? Und zwar, es macht Sinn, dass du, wenn du erstmal die Idee weißt, also das Thema weißt, dann überleg dir ein Farbkonzept passend zu dem Thema. Angenommen, du sagst jetzt, ich will als Shooting-Thema Sugar Skull nehmen. Ja? Das kann man ja super an Halloween machen. Dann hast du ja die Möglichkeit, das in verschiedenen Farben zu machen. Ja, du brauchst ja ein Kostüm, du musst ja wissen, wie schminkst du das Make-up, in welchen Farben.
Und dann hast du einfach die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich lege jetzt ein Farbkonzept fest. Ich will mein Sugar Skull, so vom Kostüm her, also ich will nachher, dass das fertige Bild nachher so die Farben von Schwarz-Lila vielleicht hat. Also leg dir ein Farbkonzept zurecht und arbeite das aus, ja. Nach diesem Farbkonzept such dir dann das Make-up aus, das Kostüm bzw. das Outfit, auch ein Model, das dann zu dem Farbkonzept passt, vom Typ her ist ganz wichtig. Und so kannst du dann ins Detail auch ein bisschen planen, ja. Weil ein Farbkonzept ist sehr, sehr wichtig für das Thema. Und dann kommt mein Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 wäre, mach dir Gedanken zur Shooting Location. Wo möchte ich das Ganze umsetzen? Ja. Mach dir Gedanken zur Shooting Location, finde erstmal raus, möchte ich das Outdoor umsetzen oder Indoor? Indoor könnte ja im Studio sein. Oder on location, also zum Beispiel bei dir zu Hause im Wohnzimmer oder in einem Hotelzimmer irgendwo, wenn du ein Hotel mietest extra oder vielleicht in einer Bar, wo auch immer, ja. Also mach dir Gedanken, soll das eher Outdoor stattfinden oder eher Indoor stattfinden. Wenn du schon mal weißt, okay, Outdoor, Indoor, musst dich für eins entscheiden und dann kannst du schon mal weiter planen. Gut, wenn das Outdoor stattfinden soll, dann ist die Frage, wo gehe ich hin? Was will ich für Fotos machen? Sollen die eher elegant und schick werden? Sollen die eher naturbelassen werden? Oder sollen die eher locker, lässig, cool werden? Und demnach musst du dir ja auch eine Location suchen, ja? Also wenn du jetzt was locker, lässiges machst, dann kannst du einfach nur in die City ziehen mit dem Model und da shooten. Wenn du jetzt irgendwie eine schöne Naturlocation brauchst, dann musst du dir vielleicht einen schönen Park oder sowas suchen. Oder vielleicht brauchst du auch einen Lost Place für ein bestimmtes Thema oder eine schöne Burg oder irgendwas oder ein Schloss für dein Thema. Und so würde ich dir vorschlagen, mach dir auch gute Gedanken zur Location und wo das Ganze stattfinden soll. Vor allem, wann man hingeht, zu welcher Uhrzeit man hingeht, wie da vielleicht auch die Lichtverhältnisse sind, je nachdem, ob man im Winter shootet oder im Sommer. Und wenn man jetzt Indoor shootet, zum Beispiel im Fotostudio oder zu Hause, dann mach dir auch darüber Gedanken, ja, wie baue ich da mein Set auf, ja. Mache ich Liegebilder auf dem Boden mit irgendwelchen Tüchern und Deko auf dem Boden oder brauche ich ein Hintergrundsystem mit einem Hintergrund? Ja, in welcher Farbe soll denn mein Hintergrund werden? Was für ein Hintergrund nehme ich? Irgendwelche Stoffe bloß, wo ich aufhänge oder richtiger Papierhintergrund oder Vinyl-Backgrounds? Mach dir dazu auch Gedanken, ja, über deine Shooting-Location und wie du da das Ganze planst. Das sind 3 wichtige Tipps, ja. Wenn man die vor einem Shooting schon plant, dann passen die alle schön auch zusammen. Und dann habt ihr eigentlich schon ein recht gutes Shooting-Konzept, mit dem ihr arbeiten könnt. Und ja, dann kann man super toll die Ideen umsetzen und die Shootings planen. Und das ist eigentlich die Arbeit, die wir Fotografen vorneweg auch schon machen. Und ihr könnt in eurer Shooting-Planung definitiv auch das Model und die Mua, also oder Visagistin, Make-up-Artistin auch mit einbinden. Denn die machen das manchmal gerne auch und haben auch Ideen und sagen, hey Natascha, guck mal, ich hätte noch eine Idee, was hältst du von dem? Oder dann sagt vielleicht die Make-up-Artist, oh ja, guck mal, ich habe da mal ein Bild gesehen, das würde auch wohl gut passen zu deiner Idee und so. Also plan die gerne mit ein, lass die auch ein bisschen wissen von deinen Ideen, nimm die mit, weil dann finden die auch Freude an diesem Thema und die Begeisterung, die du in dir trägst, ja, die trägst du nach außen und die steigt dann auch bei den beiden, ja. Und somit wird es ein tolles Shooting-Projekt, wo alle Feuer und Flamme sind, total mit dem Herzen dabei und Herzblut reinstecken. Das ist meine Shooting-Planung und das waren meine Tipps für dich. Also, fleißig umsetzen und ich hoffe, sie haben dir geholfen.